Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 23. Episode vom Influencer-Duell. Auch heute habe ich wieder zwei neue Gäste hier eingeladen und es sind zwei absolut fantastische Damen, auf dessen Duell ich mich unglaublich freue. Ladies and Gentlemen, willkommen an Tyrofin und die Just Becky! Hallo! Hallo! Schön, dass ihr endlich zu mir in die Show geschafft habt und ich freue mich riesig hier auf dieses Duell heute. Für alle, die das Influencer-Duell noch nicht kennen, das ist eine kleine Hommage an das gute alte Familienduell. Nur haben wir nicht 100 Leute gefragt, sondern die Deutschen haben Google befragt. Denn wenn man bei Google etwas anfängt einzugeben, dann schlägt dir Google vor, was man noch so eingeben könnte, was sich auf den aktuellen deutschen Google-Algorithmus bezieht. Und ich werde gleich insgesamt 5 Fragen bzw. Aussagen, je nachdem, an meine beiden Gäste stellen. Und sie werden versuchen herauszufinden, was der Rest ist, was die Deutschen noch so gegoogelt haben. Wir haben bei den ersten beiden Fragen haben wir 10 Antwortmöglichkeiten, bei 3 und 4 8 Antwortmöglichkeiten und bei der letzten Frage haben wir 6 Antwortmöglichkeiten. Punkte gibt es von 10 bis 100 und das ist im Endeffekt auch schon das Spielkonzept. Der Gewinner wird dann noch in die Community-Bonusrunde kommen, doch wer unsere beiden Gäste sind, das finden wir jetzt erstmal raus. Kati Tyrofin. Hallo, ich bin die Tyrofin. Aka Kati. Voll gar nicht peinlich. Ich mache schon seit, glaube ich, jetzt mittlerweile 7 Jahren plus minus, keine Ahnung, paar Monate YouTube. Habe jetzt auch neulich mit dem Stream begonnen. Das heißt, ich bin auf beiden Plattformen vertreten. Bin so eine typische Let's Play-Tante, spiele alles von A bis Z, was mir gefällt. Von Kingdom Hearts über Resident Evil und so weiter und so fort. Und bin schon ewig mit dem Wolverus befreundet. Hallo, kriege ich einen Bonus deswegen vielleicht? Wow. Leicht ein Punkt. Mich magst du mehr als Becky. Ja, und das gibt's eigentlich über mich so zu sagen. Das ist Becky. Ja. Becky. Ja, also ich bin Just Becky. Ich streame auf twitch.tv Becky's Playground. Mittlerweile jetzt auch schon 6 Jahre. Ich habe 2012 damit begonnen, weil ich gerne Moderatorin sein wollte oder jetzt irgendwie auch geworden bin. Also neben dem Streamen stehe ich auf diversen Messen auf der Bühne und mache dort das Bühnenprogramm und moderiere mich da so durch die Gegend oder mache Videoformate mit diversen Firmen gemeinsam und das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ist aber auch ab und an sehr anstrengend und spielen tue ich eigentlich auch, so wie Kathi, einfach alles querfeldein, was mir so Spaß macht und unter die Finger kommt. Und ich glaube, deswegen verstehen Kathi und ich uns auch so gut, weil wir beide uns einfach nicht einem Genre festgelegt haben, sondern einfach Spiele spielen, weil wir sie sehr, sehr gerne spielen. Das tun wir alle drei sehr gerne. Und genauso sollte es auch sein, ne? Ja! Juhu! So! Aber die Frage ist, und jetzt brechen alle Freundschaften hier beim Influencer-Duell, wer wird der König der Google-Fragen? Ladies and Gentlemen, wir benötigen einen Buzzer und ich habe gehört, ihr seid schon vorbereitet. Ja. Ja, Mann. Ich nehme Totoro als Buzzer. Ich Shiggy. Und die machen Geräusche? Naja, ich kann die so einmal puffen. Ja, das klappt. Dann muss ich ein Geräusch machen. Ach so. Ist okay. Wir können auch puffen. Die versprühen dann halt so ein bisschen Staub, aber es ist einfach Puff. Geil, mit Spezialeffekten. Das ja, natürlich mit Staub sehr schön. So. Das sieht dann jeder. Sehr, sehr gut. Okay, ja, wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer ersten Aussage. Dieser jemand hat bei Google angefangen, eine Aussage einzugeben. Und zwar: Hilfe, ich bin... Puff, puff. Ja, Becky! Hilfe, ich bin schwanger! Die typische Schwanger-Antwort. Ja, das ist... Okay, gucken wir mal, ob es dabei ist. Hilfe, ich bin schwanger! Ist auf Platz 2 tatsächlich! Oh Mann, das sind die ersten 90 Punkte schon. Huch! Ich muss das hier noch ein bisschen leiser machen. Die ersten 90 Punkte für Becky tatsächlich schon. Tada! Und jetzt darf Becky weitermachen, so lange, bis einmal falsch ist, dann wechselt automatisch zu Tyrofin. Okay, Hilfe, ich bin dumm. Ja, sowas kann man Google schon mal fragen, ja? Ja, Hilfe, oder? Ich bin dumm. Ah, nicht dumm genug. Nein, echt nicht? Niemand googelt, dass er dumm ist? Oh je. Okay.
Ich hätte nach Schwanger gesagt, Hilfe, ich bin süchtig. Also so sexsüchtig und spielsüchtig, so allgemein süchtig, glaube ich. Süchtig, das ist gut. Okay, sagen wir allgemein süchtig, wir wollen mal nicht so sein, denn tatsächlich geben die Deutschen ein, Hilfe, ich bin käsesüchtig. Oh, Käse? Auf Oh ja, Platz das 4. wusste ich, das wusste ich. Was stimmt nicht mit euch? Ich meine, ist ja schon schlimm, wenn ihr Philadelphia mit Marmelade isst, ja? Aber Ja. Käsesüchtig? Es gibt aber schlimmere Suchten als Käse. Ja, schon, Ja. aber Aber dass so Käsesüchtig. viele käsesüchtig sind, ich Ja, dass sie meine, danach. das ist krass, ja, ist Ja. hochgerankt, das stimmt. Gut, 70 Punkte für Katja, du darfst weitermachen. Oh Gott, Hilfe, ich bin. Also es ist schwierig. Man muss jetzt so denken, was würden Kugelnutzer sagen? Ja, Die würden ja alle Hilfe. sagen, Hilfe, ich bin Ah, ich weiß, was ich sicher, sicher. das ist schwierig. Ich muss ganz Geh ganz ich habe ruhig an jetzt die schon Sache ganz ran. viele ich habe jetzt schon ganz viele Sachen im Kopf, aber die sind alle so abstrus. Na komm, Kathi, versuch schwanger zu toppen. Ja, ich versuche es. Ich überlege, was noch besser sein könnte als schwanger. Ich meine, schwanger ist schon ziemlich gut. Ja, schon erstaunlich, dass das quasi schon nicht die Top-Antwort ist, ne? Ja, das Ja, wundert schon mich auch. eigentlich, ja. Ich hätte auch gedacht. Hilfe, ich bin festgenommen worden. Völlig random. Tausend Sachen im Kopf. Hilfe, ich bin festgenommen worden. Ja. Nein. So, ich brauche einen Nein, die Anwalt. lassen sie. Hilfe, ich bin zu klein. Ist definitiv ein Problem. Hilfe, ich bin zu klein. Die Frage ist, was soll Google dir dann sagen? Isst Fruchtzwerge? Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht. Ich meine, muss es ein, kann es auch mehr als ein Wort danach sein? Also kann es auch irgendwie so ein ganzes, noch mehrere Wörter sein? Oder ist es nur Hilfe, ich bin ein? festgenommen, weil ich ein Polizist bin. Das ist ja geil. Also Nein, das ist nicht also. meine Antwort, aber Also, sowas ist nicht, oder es ist nicht nur ein Wort immer dahinter, ja. was? Okay, also es kann auch, also Hilfe, Okay. ich bin. Aber auch nicht mehr als zwei, nur so Ah, als ich Tipp. weiß was. Oh ja, okay, gut, aber erstmal Kathi. Ja, ich glaube, Okay, nur die einfachen Sachen. Ich schäme mich, dass es mir nicht früher eingefallen ist. Okay, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, Leute googeln sowas oder so. Oh Gott, Obwohl, ich weiß nicht, ob Leute jetzt bin ich sowas. gespannt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob Leute sowas googeln. Hilfe, ich bin ein Nerd. Das ist so, was ich mir vorstellen könnte, was Leute echt oft googeln. Ich bin ein Nerd. Ja. Und? Hilfe, ich bin ein Nerd. Nein, oh Nein. Mann. Okay, Einfach. jetzt kommt die Top-Antwort. Oha, jetzt kommt's. Hilfe, ich bin in meinen Lehrer verliebt. Lehrer oder Lehrerin? Ja, wir lassen beides gelten. Hilfe, ich bin in meine Lehrerin verliebt. Ist eh Quatsch. Also von der. Was? Alter! So, okay, ich dachte, das ist die Antwort. Die Antwort. Okay. Gibt doch kaum noch Gut. Lehrer. Ja, stimmt. Was gibt's denn noch? Hilfe, ich So, bin Katis letzte Chance für die Sucht. Für dich so. Für die Sucht, sage ich schon. Für die Hilfe. Ja. Jetzt fällt mir noch was Gutes ein. Verdammt. Kannst du mir noch wispern, Becky? Kannst du es mir noch wispern? Ich bin noch dran. Sag mal, pst, aber probier mal mit. Ich bin arbeitslos. Meinst du, aber Ich das ist würde ja es mich sowas, was. interessieren. Ja, aber ich. Auflösen tun Man wir muss. sowieso, ne? Also. Achso, wir tun eh auflösen, ja, Hilfe. was stimmt. Ja, Hilfe, ich bin. Boah, es ist so schwer. Ich meine, wir haben schon so gute Sachen gesagt. Was googeln die Leute denn? Was brauchen die Leute Hilfe? Ja, Hilfe, ich bin. Also ich sag's mal so, die meisten Antworten sind tatsächlich. Nee, ich sag mal, die Hälfte ist nachvollziehbar, der Rest ist so ein bisschen komisch. Okay. Ist denn wenigstens die Top 1 nachvollziehbar, wo man sagen könnte, wow? Wow? Das kannst du mir nachher selber sagen. Okay. Dann wahrscheinlich nicht. Hilfe, ich bin. Oh! Oh nein. Ein Star holt mich hier raus. Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist einfach. Mir fallen viel zu viele Oh, Sachen ein, die dann einfach sag eins unsinnig sind. davon. Hilfe, ich bin ein Tier. Das war jetzt das Erste,
Erste, was mir spontan eingefallen ist. Wir sind echt schlecht in diesem Spiel, glaube ich, Kathi. Ja. Aber ich Hilfe, bin ein Tier. Ich bin ein Tier. Ist nicht dabei. Jetzt will ich wissen, was dabei ist. Tut mir fast ein bisschen weh, aber dazu kommen wir gleich. Also wir lösen jetzt erstmal auf. Auf Platz 10 haben wir Hilfe, ich bin anders. Das ist so ein bisschen anders, so in die Nerd-Richtung, ja. Weißt du? So, ich bin halt ein Nerd, aber ich bin auch anders als andere. Ja, ja, genau. Ja. So allgemeiner einfach. Ne? Ja, okay. Anders, ja. Dann natürlich auch ganz großes Problem in Deutschland. Hilfe, ich bin ein Genie. Kennt man ja, weil wir so viele versteckte Genies in Deutschland haben. Ja, natürlich, also ich finde ein Team ein Genie und ein, aber dumm, mit dumm war ich ja dann auch schon. Hätte ich mal gesagt, Hilfe, ich bin klug. Ja, richtig. Dann, das ist jetzt schon eher deutsch. Hilfe, ich bin ein Messi. Okay, ja. Ah, ein Messi. Okay, also Problem, ja gut. Wo wir weiter bei Problemen natürlich sind, Hilfe, ich bin ein Vampir. Ich glaube aber, das ist ein Problem. Ja, habe ich auch schon mal Probleme mit gehabt. Vor allem ein Vampir. Ja, okay. Dann tatsächlich Hilfe, ich bin ein Star, holt mich heraus, sondern Hilfe, ich bin ein Supermodel. Das ist ein ganz schrecklich. Hilfe! Helft mir, ich bin ein Supermodel. Ich bin ein vampireskes Supermodel. Was habe ich falsch gemacht im Leben? Richtig. Dann 5 ist wieder tatsächlich sehr nachvollziehbar und zwar Hilfe, ich bin fett. Oh, ja, ja. Okay. Natürlich. Hilfe, ja, natürlich. Hilfe, ich bin fett. Ja, ja, natürlich. Hilfe, ich bin hässlich, hätte ich sagen sollen. Ja, stimmt. Das, aber weiß hässlich nicht, das, wäre ich ja nicht. Hässlich könnte man vielleicht mit der 3 verbinden, wenn man eine Frau ist und dann bei Google eingibt, Hilfe, ich bin ein Junge. Oh. Was? Hilfe, ich bin männlich. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass man da Hilfe möchte, ja, ich meine. Ja. Dieses Geschlecht, ja. Als Frau lebt sich's besser. Ja. Okay. Und jetzt die Top-Antwort. Und da, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das hat mir jetzt ein bisschen wehgetan, weil ich nicht wusste, ob ich zählen lassen soll gerade bei Kathi. Aber es ist halt. Aber jetzt so, der Oberbegriff war halt einfach, dann könnte man zu viel zählen lassen. Denn die Top-Antwort ist tatsächlich: Hilfe, ich bin ein Fisch. Oh mein Gott, ernsthaft? Oh mein Gott, was? Und oh mein Gott, ich war voll gut mit Tier. Ja, wirklich. Aber ich kann Tier jetzt einfach nicht zählen lassen, nein, weil das wäre zu einfach gewesen, ne? Weil wir hier explizit den Fisch suchen. Fett, natürlich. Ah, das Fett nicht. Ja, also Fett hätte ich noch echt, aber der Rest so, also ein Fisch, das ist halt so konkret. Wieso denn ein Fisch? Und warum googelt Hilfe, ich bin ein Genie? Ich meine, wenn ich so ein Genie bin, dann brauche ich doch keine Hilfe. Und vor allem, dann sucht man vielleicht eher so Gleichgestellte, so, weißt du, so ein Forum für Genies. Ach so. Hilfe, ja. Aber ja, ob gut. Man dann natürlich Hilfe googelt, ist zum Beispiel. Hilfe, ich bin Single, ja, das hätte irgendwie auch noch gefehlt. Ja, stimmt, das ist der falsche Screen. Aber Hilfe, ich bin Single, ja, vielleicht sogar. Ja. Aber tatsächlich haben wir die ersten Punkte, Ladies and Gentlemen. Tyrofil mit 70 und Becky mit 90 Punkten. Ich habe nicht 0. Alles erreicht für dieses Duell. Ich habe nicht 0. Das wäre ja auch ziemlicher Quatsch. Denn ich weiß, dass ihr auch bei der nächsten Frage bzw. bei den nächsten Antworten was haben werdet. Und zwar, ran an die Buzzer. Wir haben ready. Wir haben wieder eine Aussage, die Deutschen bei Google eingeben. Und zwar, mehr als nur ein... Becky? Mehr als nur? Mehr als nur ein... Freund. Gut. Er ist wieder mehr als nur ein Freund. Nee, sowas gibt's in Deutschland nicht. Was? Das wäre auch das Einzige, was mir dazu eingefallen wäre. War eine sehr gute Antwort, Becky. War eine sehr gute Antwort. Ja, fand ich auch. Becky, sehr gut. Okay. Shiki, wir haben versagt. Totoro, wir haben jetzt gar nicht mitgemacht. Wir waren gut. mehr als nur ein... Boah, das ist ja richtig schwer. Ja, wenn das ich jetzt google. Ja, ich würde auch überlegen, wenn ich jetzt googeln gebe, mehr als nur ein... Wolfers, können wir kurz googeln? Also tatsächlich, also hier haben wir echt, ich würde sagen, 8 von 10 sind tatsächlich realistische Antworten. Ah, okay. Ja, aber mehr als nur ein Freund ist die, das, was nicht dabei war. War so eine von den wenigen, die nicht dabei waren, die gut sind. Mehr als nur ein... Ich überlege, ob es irgendwelche Songs gibt, die man dahin gehen könnte. Ja, ich überlege auch Songs oder so Sprüche, irgendwas. Ja. Mehr als nur ein Leben. Das ist so eine ganz ein Leben? Mehr als nur ein Leben.
Ja, keine okay. Ahnung. Mehr als bestimmt mein Leben. Irgendein Song von irgendwem zu irgendeiner Zeit in irgendeiner Welt. Okay, gucken wir mal. Vielleicht nicht unsere. Mehr als nur ein Leben, ich würde sagen, mehr als nur ein halbes Leben lassen wir gelten. Oh! Das ist nämlich tatsächlich sehr dabei. Gut. Oh, holy. Mehr als nur ein halbes Leben, das klingt komisch. Mehr als nur ein. Warte mal, es ist mehr als nur ein. Ja, genau, so kannst du überlegen, Becky. Yeah, aber die Karte darf weitermachen. Mehr als nur ein Auto. Oh ja, das ist voll die deutsche Antwort. Ich wollte gerade sagen, es ist richtig typisch deutsch, oder? Es ist mehr. Es ist mehr als nur ein Auto. Nee. Nein, was? Oh, echt nicht? Boah, das wäre ja die deutsche Antwort. Ja, das ist vollkommen korrekt. Auch eine sehr gute Antwort. Google-Nutzer eher. Okay. Es ist mehr... Ich versuche jetzt gerade so Filme, weißt du, so viel Filme. Das sagen die Leute auch immer nur. Es ist mehr als nur ein Auto. Aber das ist super. Der Satz ist nicht schlecht. Aber John, du musst verstehen, es ist mehr als nur eine Mission. Also ein. Also keine, ein. Scheiße. Aber John, du musst verstehen, es ist mehr als nur. Also halbes Leben haben wir schon. Ja. Leben haben wir auch schon. Verdammt! Es ist mehr als nur ein Gefühl! Es ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist mehr als nur ein Gefühl für dich. Nein. Bitte, das gibt's doch gar nicht! Ach, herrje. Oh okay, Beziehungen und Freund und Gefühle. Ja, das ist das alles, was die nicht wissen wollen. Mhm. Mehr als nur ein... Gar nicht so leicht. Das ist, wer googelt überhaupt irgendwie sowas? Ja, ich versetze mich gerade mental in die Lage eines Googlers und denke mir so, oh, heute ist ein Tag, es ist mehr als nur... Ein Googler. Es ist mehr als nur... Mehr als nur... Ja, so romantische Sachen sind wahrscheinlich auch total nicht drin. Wenn schon Gefühle und mehr als nur ein Freund, dann ist bestimmt auch... mehr als nur ein Kuss hätte ich jetzt gesagt, aber das ist bestimmt nicht drin, weil das wieder was Romantisches ist, was niemand googelt. Na, sagst du es oder sagst du es nicht? Ich sag's, mehr als nur ein Kuss. Ein Kuss. Es ist mehr als nur ein Kuss. Keine Gefühle bei den Deutschen. Es ist ein rotes X! Okay, boah. Ich brauche zumindest ein bisschen was an Punkten hier jetzt noch. Also, Shiggy, was ist es? Es ist mehr als ein Pokémon, hey. Ja, ich auch gerade gedacht, aber es wäre mehr als nur... Ich weiß nicht, ist schon mein drittes X dann, gell? Verdammt. Ja. Mehr als nur ein Tag. Vor allem dieses mehr als nur ein. Ja, mehr als nur ein Kilogramm oder sowas hätte ich noch. Ich hätte irgendwas mit Gewicht gesagt. Mehr als nur ein... Halbes Leben. Ob es da noch was wie Tag gibt? Es ist schon irgendwie so eine Zeit. Aber das mit Auto, das fand ich einfach schon zu episch in meinem Kopf. Das steigert. Ich dachte, das ist es voll, ja. Mehr als nur ein. Es ist mehr als nur ein verlorenes. Mehr als verloren. Ein. Es ist mehr als nur ein. Es ist mehr als nur ein. Mehr als nur eins Frage, Mann. Ich habe kein, es ist mehr als nur ein Kilo, mache ich jetzt mal, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist mehr als nur ein Kilo Zucker oder was weiß ich. So Leute, Kilo, es ist einfach Kilo. Mehr als nur ein Kilo. Nein. Zwei. Das ist, ich dachte, ich hätte mit Dingens. Ich weiß, ihr wart mit der die Auto-Antwort war toll, aber ihr müsst ja auch bedenken, Frank googelt nicht so oft am Tag. Ja. Verdammt. Es sind viele in Deutschland, die das googeln. Ich dachte, das wäre die Leute, die na gut, ja. Ja, man muss halt so überlegen, welche. Das ist halt schwierig, weil mehr als nur ein. Mehr als Und wenn wir nachher dann wieder die Antworten hören, kommen wir uns so total dumm vor, weil es logisch war. Ja, wahrscheinlich. Bei ein paar wird das passieren, ja. Oh nein. No. Vor allem, ich hab jetzt null Punkte gemacht. Shiggy, wir haben null Punkte gemacht. Kathi führt.
Und du weißt, wir sind schlechte Verlierer. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich verprügelt werde. Ja, Kathi, du willst, dass wir zukünftig weiter gemeinsam aufnehmen? Überleg dir das gut. Ich überlege gerade, es gab mal irgendwie eine Werbung, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe die ganze Zeit Schokoriegel im Kopf. Mehr als nur ein Schokoriegel. Aber ich glaube, das war nicht die Werbung. Ich glaube, es war eine andere Werbung, die es da gab. Es ist mehr als nur ein Deo-Spray. Es ist mehr als nur ein Schokoriegel. Es gibt so tolle Antworten, aber was googelt man? Weil es muss ja bestimmt auch irgendeine Frage, ich versuche ganz logisch daran zu gehen, es muss ja bestimmt auch irgendeinen Fragecharakter haben, sodass man daraus was wissen will, wenn man das googelt. So mehr als, ja, nur, als nur ein, weiß ich nicht, ein, weißt du, dass halt am Ende man schlauer ist, wenn man das gegoogelt hat, irgendwie, glaube ich. Oh. Mehr als nur ein Fuck. Das ist auch nicht gut. Meine Antwort. Super, Kathi, jetzt ist das Video schon nicht mehr familienfreundlich. Fuck. Wenn das ein nicht wäre, dann. Ja, Entschuldigung. mehr als nur. Mehr als nur. Verdammt, ist es so schwierig, mehr als nur. Du hast eh schon Punkte, sag einfach irgendwas. Ja, es ist mehr als nur ein Schokoriegel. Los. So, jetzt ist es raus. Es ist das mehr. Nehme ich mehr als nur ein Schokoriegel. Es ist mehr, Leute, als nur ein Schokoriegel. Es ist Liebe. Mann! Keine Schokoriegel. Oh Gott. Kein Schokoriegel. So, kein Schokoriegel. Jetzt bitte, sag uns. Gucken wir mal. Ob 9 Antworten haben wir noch. Was ist hier los? Dann gucken wir doch mal. Also. Ich bet. Kann man jetzt natürlich diskutieren, ob das typisch deutsch ist, aber irgendwie kann ich es nachvollziehen. Und zwar, es ist mehr als nur ein Garten. Es ist mein Leben. Aber Auto nicht, oder was? Ich kann Garten für jeden. Das ist das Interessante, ne? Garten ist über Auto. Ja. Ja. Okay. Was war los? Das ist jetzt schwierig, Antwort 9. Und zwar, es ist mehr als nur ein Kopftuch. Das wäre super, ja. Ach so, was komme ich nicht. Ja, na, es ist mehr als nur ein Kopftuch. Es macht Sinn, aber kommt man halt nicht drauf, ne? Nein, komm ich überhaupt nicht. Total. Dann, es ist schön, also eure Ideen Richtung Freund und Liebe und so weiter, aber das Problem ist, worin sich die Deutschen wahrscheinlich mehr verlieben, ist der Dealer. Er ist mehr als nur ein Dealer für mich, er ist meine große Liebe. Oh, really? Okay. Oh Mann, ey. Ja, richtig sick. Dann auch sehr interessant auf Platz 7, er ist mehr als nur ein Zeuge. Mhm. Ja, aber mehr als. Alter, wer googelt denn sowas? Ja, was ist nur, was will man da wissen, oder? Was ist? Keine Ahnung. Ist auf mehr Platz als 6. Nur mein Dealer? Auf Platz 6 ist eine Antwort, die Kathi gegeben hat sogar. Was? Nur sie nicht eingeloggt hat. Was? Es ist mehr als nur ein Lied. Oh. Ein Lied. Oh. Ah. Verdammt. Okay. Dann, das verstehe ich zum Beispiel, das ist durchaus deutsch, denn zu Hause, ja. Er ist mehr als nur ein Hund. Er ist mein bester Freund. Ah. Ja. Ja, mehr als nur ein Hund. Okay. Ja, dann, das ist so eine typische 2018, 2019 Antwort. Es ist sehr internetlastig, Leute. Für mich ist es mehr als nur ein Like. Es ist Schicksal. Oh Mann, wir sind echt schlechte Influencer. Mehr als nur ein Like, ja. Es ist mehr als nur ein Like. Es ist mehr als der Facebook-Like, es ist auch der Twitter-Like. Und, schön. Dann tatsächlich auf Platz 1 und 2 haben wir jetzt sehr logische Antworten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und ja, zwar, ich bin auch sehr gespannt. Denn wenn man morgens aufwacht, dann kann man durchaus sagen, das heute, das war mehr als nur ein Traum. Ah, ja gut. Mehr als nur ein Traum, ja gut. Aber sowas sage ich nie, sowas google ich auch nicht. Will ich auch nicht googeln. Aber wer das zum Beispiel eingibt, das war mehr als nur ein Traum, könnte dann dazu verleitet werden, Richtung Traumdeutung zu gehen und dann eventuell mehr darüber zu fahren, ob es mehr als nur ein Traum war, sondern irgendwas mit Bestimmung. Ja gut, okay, ja. Also ist okay. Ja. Und das ist natürlich auch sehr deutsch. Es ist mehr als nur ein Job. Ah, ja, gut, okay. Ja, Job auf Job kann ich gar nicht. Job ist mehr als nur ein Job. Das ist mega logisch, ja. Das ist sehr logisch tatsächlich. Es ist einfach auf die logischsten Antworten kommt man irgendwie. Ja, total nicht. Ja, aber ich meine, würdest du auch sowas googeln? Aber ich will sowas einfach nicht googeln, deswegen ist es halt. Ach, du natürlich nicht, klar. Aber, naja, aber Deutschland. Deutschland, ne? Ja, aber kannst sagen, da du bist ja überhaupt nicht. Ja, ich bin da überhaupt gar nicht, ich bin da super raus. Egal. Österreicherin, das zählt nicht.
60 Punkte für Tyrafine nochmal oben drauf, macht 130 zu 90 jetzt. Also es ändert sich hier quasi jede Frage. Das heißt, es ist natürlich noch alles drin. Und wir kommen auch direkt zu unserer dritten. Uff, da bin ich jetzt auf die Antworten gespannt. Und zwar eine Aussage wieder. Ich schlafe. Stopp! Ich hab übrigens. Ah, dein Video war gepaust. Das ja, ist dich. Du hast irgendwie gerade schlechtes Internet, kann das sein, Kathi? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, mein Internet ist voll pornös gut. Pornös gut. Ja, aber ich habe schon gesehen, ich hänge ab und an. Aber ab und an, Mann, ne? Ja. Ah, ja. Ich habe ganz viel gewackelt. Aber ich glaube auch, dass ich sie zuerst gehört habe. Ich glaube auch. Ich gebe es Kathi. Ja, ich gebe es Kathi. Ja, ist okay. Okay, ich schlafe nackt. Oder gerne nackt auch meinetwegen. Ja, natürlich, denn das ist sehr gesund. Ich schlafe nackt. Nee, die Deutschen schlafen in Winterklamotten. Das ist Quatsch, Kathi. Hä? Hallo? Also ich schlafe nicht nackt oder so, aber was? Alte Menschen machen das doch voll. Es ist auch sehr gesund. Ich? Okay, warte mal. Ich hätte... Ja. Okay, aber jetzt bin ich wieder dran, gell? Ja, genau, Becky. Versagt, ja. Okay. Wie schläfst du denn? Ich schlafe auf jeden Fall ohne Socken. Aber das ist nicht meine Antwort, sondern wenn ich was googeln würde, es ist eine Aussage. Ich schlafe... Ah, ich habe auch schon. Ja. Mit meinem... Mit dem Partner meiner Freundin. Oder mit dem Partner meiner besten Freundin. Irgendwie so. Ich schlafe mit dem... Partner. Ja, es ist obvious. Ich schlafe mit dem Freund meiner... Nee. Ja, also ich würde halt... Ist eh falsch! Echt? Boah, sowas will ich googeln! Weil mich das so fertig macht. Oh Gott, ich schlafe mit... Der besten Freundin meiner Freundin, ja. Ja, genau. Ja. Also, will doch der Freundin wissen. Des Freunds und so. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, Partner genau. Von der Freundin. Genau. Also fremd quasi, willst du ja, sagen. Naja, ich nicht, ich schlafe aber fremd, halt. Ja. Naja. Also ich würde sagen, was vielleicht auch so eine typische Google-Frage wäre, um so ein bisschen über seinen Gesundheitszustand und so, ich schlafe zu viel. Oder zu wenig. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, eins von beiden. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich schlafe zu viel. Ich schlafe zu viel, ich schlafe zu lange, ist auf Platz 4. Yes. 70 Punkte. Okay, da muss aber bestimmt auch dabei sein, ich schlafe zu wenig. Ja, ganz sicher. Weil wenn du zu lange schläfst, dann schläfst du auch zu wenig. Guck mal das. Ich schlafe zu wenig. Ja. Ist auf Platz 6. Sehr gut. Oh, mein Internet hängt. Entschuldigung. Ihr habt gerade, glaube ich, verpasst, wie ich mich gefreut habe. Dann habe ich sogar gehört. Ach so, okay, dann ist gut. ich schlafe allein. Ich schlafe allein. Das ist wiederum nicht dabei, aber 110 Punkte auf dein Konto. Yay. Das hole ich nie wieder auf. Oh, naja, die Top-Antwort würde ja gefühlt schon reichen. Ja, ich schlafe zu lange, ich schlafe zu wenig. Ich schlafe... Also ich kann euch sagen, 7 von den 8 sind absolut logisch und nachvollziehbar. Das ist wirklich ein deutsches Problem. Oder ich hab noch einen, aber... Ich denke immer so in so Beziehungssachen. Ja, ich auch. Deswegen hatte ich ja gesagt, allein und dann zusammen. Ja. Und so. Das ist aber immer falsch. Ich schlafe... Nicht nackt. Unruhig. Ah, das ist auch gut. Ich schlafe unruhig. Ich würde sagen... Ich schlafe schlecht, lass oder Geld. Ja, Platz 92 Punkte. Sehr cool, okay. Ich schlafe schlecht. Ich schlafe. ich wollte unter der Brücke sagen, aber. Muss ja kurz mal lachen. Sehr deutsch. ich schlafe. Wenn wir jetzt auch in die Gesundheit gehen. Ich schlafe... boah, das ist so schwer. Ich will jetzt Punkte noch holen. Ich kann dir wenigstens ein bisschen noch einholen. Ich schlafe... Egal, ich mach trotzdem... Wurscht, ich gehe trotzdem noch mal mit der Beziehungssache. Ich schlafe mit meinem besten Freund. Ich schlafe mit meinem besten Freund. Leider nicht. Okay, aber. Keine Beziehungssachen mehr, jetzt nur noch Gesundheit. Es ist jetzt alles sicher solche Hypochonder, die jede Krankheit immer googeln und dann
Ja. Ist das nicht typisch deutsch? Ja, eh. Also ich hätte jetzt noch eins, aber das ist halt wieder so schwierig, weil es zwei Sachen sind. So dieses, ich schlafe in der Schule ein, beziehungsweise im Job, aber es sind halt unterschiedliche Dinge. Ich schlafe... Außer schlecht und zu lange und zu wenig, wie kann man denn noch schlafen? Ich schlafe... mit meinem Lehrer. Nein, das ist nicht die Antwort. Das hatten wir ja schon geklärt, so mit anderen Sachen ist das komisch. Ich schlafe... Das sind so schöne Dinge, wie zum Beispiel im Freien, auf der Wiese, im Zelt und so. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das Leute googeln. Ich habe auch als Pfadfinder gedacht. Ich wollte auch zuerst sagen, so, ich schlafe im Zelt. Aber ja. Ja. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, er grinst schon so. Ja. Es könnte sogar richtig sein. Ich sag gar nichts. Ja? Bitte? Ich sag gar nichts. Nein, nein. Ich schlafe, ja. Ich würde gern sagen, im Freien oder entweder im Freien oder auf der Arbeit ein. So sind so meiner Meinung nach so typisch deutsche Dinge. Ich schlafe auf der Arbeit fast ein. Ich nehme das. Ich schlafe auf der Arbeit fast ein oder ich schlafe auf der Arbeit ein oder irgendwie sowas. Aus lauter Erschöpfung. Wir machen das einfach ganz allgemein. Ich schlafe ein. Ich schlafe ein. Ich schlafe einfach ein. Ja, und da kann man jetzt natürlich diskutieren, wo. Aber er schläft ein. Ja. Okay, so. Einschlafen. Okay. Ich schlafe ein. 20 Punkte. Oh, okay. Also, Kathi. Wir haben schon 4 Antworten von 8, also die Hälfte habt ihr. Das ist eine gute Runde. Ja, das ist sehr gut auf jeden Fall. Ich schlafe ein, ja. Ja, schlafe ein. Ich schlafe ein, ich schlafe aus. Oh, das wär's ja jetzt. Ich schlafe im Freien. Keine Ahnung. Ich schlafe gern im Freien. Ist Quatsch. Ja. Also. Wieso? Das ist voll gesund. Das stimmt. Glaube ich. Und es ist schön, wenn man Sterne sieht und so. Ja, echt mal. Du bist gar nicht romantisch, Rob. Was ist da los? Wow, sag mal den Google-Benutzern, die sollen romantischer sein. Total. Ey, ich habe nicht gesagt, dass nicht noch eine romantische Antwort kommt. Naja, das will ich sehen. Okay. Ich schlafe ein. Ich schlafe. Gerne. Ja, das ist gut. Haben wir das schon? Das ist sehr gut. Das ist sogar sehr gut. Das loggen wir ein. Ich schlafe gerne. Mit viel Leidenschaft. Oh, das gibt's doch gar nicht. Aber nicht echt auf Google. Nicht? Ich hätte gedacht, das wäre jetzt eine Top-Antwort. Ja, es ist eine super Antwort. Oder sowas. Ich schlafe gerne. Aber tatsächlich sind es einfach keine positive Dinge, die Deutschen googeln. Weil warum auch? Okay. Warum auch? Ja, klar. Ich habe ein Problem, ne? Ja. Wie zum Beispiel, obwohl es ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, ist eher so ein Luxusproblem. Ich schlafe jeden Tag 12 Stunden. Mensch. Ja. Okay. Schön viel Zeit. Ja, hat wohl viel Zeit. Dann, jetzt haben wir, da kann man auch diskutieren, ob das ein Problem ist oder ein Luxusproblem ist. Ich schlafe nur noch. Ich mache nichts mehr anderes. Ich schlafe nur noch. Nur noch. Ja, gut. Also zu dem will ich auch, ey. Ich schlafe nur noch. Geil. Und dann kommen wir definitiv zu einem Problem. Und zwar auf Platz 3, ich schlafe nie durch. Ja, okay. Ja, gut, das mit ist, schlecht das ist, nie ja, durch. Das ist ziemlich... Es ist mir sogar noch durch den Kopf gegangen, aber ja, okay. Ja. Nie durch. Mhm. Und auf die Top-Antworten. Ihr hattet einige gute Antworten, aber auf die Top-Antwort hättet ihr natürlich kommen müssen, gerade beim Thema Schlafen. Ich schlafe mit meinem Opa. Oh, mit meinem besten Freund nicht, ja, aber mit meinem Opa? Was stimmt denn nicht mit euch? Was ist denn das? Mit meinem Opa? Weißt du, wenn noch wer mit meinem Vater, okay? Das könnte ich auch noch irgendwie... Aber mit meinem Opa? Hast du gerade gesagt, besser wäre noch... Naja, irgendwie schon, oder? Weil das ist ja nicht so ein krasser Generationssprung dann. Alter. Oh Gott. Shit. Mit meinem Opa. Ja... Das mache ich auch, ey, jeden Tag. Shit, hätte ich mal mit meinem Opa gesagt, anstatt mit meinem... Ja, hättest du mal. Hätte man schon drauf kommen können, oder? Ja, wirklich.
Holy shit. Oh, aber 220 Punkte wurden hier gesammelt. Insgesamt steht es jetzt 260 für Tyrafine zu 180. Becky, also 80 Punkte trennen euch. Das ist noch alles möglich. Wir haben noch zwei Fragen. Okay. Also das ist hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wirklich, zwar, sehr, sehr spannend. Jetzt müsst ihr kreativ werden. Wir hatten bei drei Fragen, hatten wir immer nur ein, maximal zwei Wörter dahinter. Mhm. Außer beim Opa. Aber jetzt kann ich euch schon mal sagen, jetzt suchen wir tatsächlich ganze Sätze. Meistens. Okay. Aber das werdet ihr gleich bei der Fragestellung schon merken, denn jetzt kommt tatsächlich eine Frage und keine Aussage. Eine Frage. Eine Frage. Jetzt kommt eine Frage, okay. Der Deutsche sitzt zu Hause auf der Couch und fragt sich, warum kommt... Becky. Okay, also, der ganze Dings ist, der Deutsche sitzt zu Hause auf dem Sofa und fragt sich... Warum kommt? Nee, das ist nicht die Frage. Also, du musst es so denken. Ja? Irgendeiner sitzt zu Hause auf dem Sofa nach Feierabend und ach denkt so, sich... Ach so, und ich soll jetzt eine Frage sagen. Warum kommt, und fragt genau. Sich, warum ach so, kommt, fragt sich, warum... Warum kommt? Warum kommt? Aber warum kommt, Frage? Also genau. Die Frage ist, okay. Warum kommt? Okay, gut, Entschuldigung, jetzt habe ich es gecheckt. Aha, okay. warum kommt mein Essen nicht? Mein bestelltes. Ja, ich habe was bestellt, ne? Wie gesagt, so, gerade genau. Warum kommt das nicht? Warum kommt mein verdammtes Essen eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ah. Oi. Ich bin einfach bad in diesem Spiel. Same. Warum kommt... Toll, da gibt es so viele Antworten. Warum da gibt es eine Menge Antworten. Ja. Aber was könnte viele Deutsche interessieren? Warum das ist nachvollziehbar. Meine Sendung nicht? Oder meine, ja, ich habe auch an meine TV-Sendung oder irgendwie sowas. Warum kommt die nicht? Kommt die? Schwierig. Kann ich so nicht zählen lassen. Oh. Warum? Okay. Was für eine Sendung? Es geht aber anscheinend. Ja. Was für eine Sendung? Das. Ja, keine Ahnung. Das ist schwierig. Ich weiß doch nicht, was die Deutschen gucken. Oh, ich weiß, was sie gerade sehr viel gucken. Ja, ja. Das, warum kommt. Jetzt muss ich über irgendeine TV-Serie nachdenken. Die oder du denkst an was ganz was anderes. Ja. Ah ja, oder warum... Ja, warum kommt mein Paket nicht? Dann haben wir eine andere Sendung. Machen wir... Richtig, das ist auch eine Sendung. Sehr, 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 sehr gut, Kadi. Warum kommt eigentlich mein Paket nicht oder meine Sendung, die ich bestellt habe, nicht? Warum? Keine Ahnung, das wissen wir alle nicht. Scheiß Postbote. Okay, warum kommt keine neue Staffel von XY? Wow, das ist ja sehr konkret. Da wird nach. Warum sind jetzt alle leise? Ja, weil ich nachdenken muss, ob ich es in irgendeiner abweichenden, auf irgendeinem abweichenden Weg irgendwas zählen lassen kann. Oh Gott, okay. Aber kann ich nicht, nein. Also es ist echt auf jeden Fall irgendwas mit einer Sendung, aber oh. Es ist anscheinend was viel Konkreteres. Ich würde, wie gesagt, es muss nicht exakt die Sendung sein, es muss nur wenigstens in die Richtung gehen, damit ich das zählen lassen kann. Okay, da bin ich echt gespannt, was es dann ist. Und hättest du, ich hätte den Staffelpunkt auch zählen lassen, wenn es sich um eine richtige Serie handeln würde, dann hätte ich das auch... Achso, wenn ich jetzt nicht XY gesagt hätte, sondern eine richtige Staffel von. Nee, irgendwas. Ich hätte das XY hin oder her. Also wenn jetzt die Antwort so gewesen wäre, wann kommt, warum kommt. Ah, die fünfte Staffel von. Fünfte Staffel von XY ja, nicht mehr, ja. Dann hätte ich das zählen lassen, aber in dem Fall reden wir nicht von einer Serie per se. Okay. Warum kommt. Ist schwierig. Ja, ja, okay. Aber nachvollziehbar, wenn man es hört. Mhm. Aber warum kommt es allgemein gesagt oder was? So ist sehr allgemein. Ja, sehr okay, allgemein. Warum kommt? Könnt ihr jeden betreffen. Okay. Warum kommt... Mir fällt was ein. Das ist nicht sehr jugendfrei, aber... Warum kommt meine Freundin nicht beim Sex oder mein Freund? Ja, stimmt. Das ist eine gute. Das ist eine super Frage, Ladies and Gentlemen. Warum kommt mein Partner beim Sex nicht? Ja. Weil er keinen hat. So. Ah! Oh mein Gott. Was?
Alter, ich dachte auch, das ist jetzt eine super Antwort. Warum kommt, aber... Ja, super Antwort, ja. kann man nicht anders sagen. Aber das wollen die Deutschen nicht wissen. Nein, das interessiert sie nicht. Ich glaube, die Deutschen sind auch sehr sexvoll. Also ja, die vielleicht zu Hause auf der Couch googeln, haben vielleicht auch einfach keinen Sex. Ja. Danke, ihr Deutschen. Nehmt euch mal ein Beispiel an uns. Warum kommt... Also ich sitze jetzt, ich sitze... Mhm. Fühle dich in die Situation. Warum kommt das und das nicht? Reg ich mich auf? Ich meine, warum kommt? Also, aber versteift euch nicht zu sehr auf das, warum kommt XY nicht. Ja. Nein, also, eh nicht. Ne? Warum? Ja. Aber das sind so die ersten Fragen, die einem einfallen würde, was man googeln würde. Warum kommt die Sendung nicht? Weil die ist doch jetzt schon... Warum kommt der Weihnachtsmann? Alter, ich habe keine Ahnung. Das ist halt das Ding, ja. Man sollte sich nicht so sehr versteifen auf, warum kommt etwas nicht, sondern vielleicht, warum kommt etwas überhaupt, wie zum Beispiel die Top-Antwort, der Weihnachtsmann. Ja! Ja! Wow! Mega gut. Das war mein Kracher. So random. Ich dachte mir so, random. Sehr gut. So mega random. Okay. Ja, der Nikolaus macht nämlich Sinn, weil das wissen ja viele nicht, wer der heilige Nikolaus war, sein Bischof war und bla bla. Na egal, auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich wieder dran, gell? Das ist richtig. Okay, gut. So, warum kommt, jetzt haben wir der Weihnachtsmann, warum kommt etwas, warum kommt ein Regenbogen? Das auch. Das ist auch eine sehr gute Antwort. Warum kommt ein Regenbogen? Hat aber für die Deutschen nicht gereicht. Ich hätte es auch anders, also ich würde es auch anders fragen, aber ich hätte mir gedacht, also ich hätte geschrieben, warum entsteht denn Regenbogen, aber... Richtig. Gut. So, Kat, jetzt... Deine Chance, jetzt nochmal an Becky vorbeizuziehen. Ja. Warum kommt... Oh, jetzt weiß ich auch noch was Lustiges. Ich versuche auch gerade irgendwelche Sachen... zu finden, die ich mich mal gefragt habe, aber warum kommt, der Weihnachtsmann war jetzt nicht dabei, kann denn alles kommen, alles kann kommen, jetzt fällt mir nichts Sinnvolles ein, setz mich unter Druck. Under pressure. Das macht's nicht besser. Warum kommt? Hier eine kurze Werbeeinblendung, bis Kathi in 5 Stunden weiß, warum was kommt. Irgendwas Logisches, was ich googeln würde. Irgendwas Unlogisches, was ich googeln würde. Mir fällt nichts auf die Schnelle ein. Jetzt was Gutes. Es sind logische Antworten. Ja, in welcher Welt sind die denn alle logisch? In der Welt, die auch mit ihrem Opa Sex haben. Ja, ich wollte gerade sagen, in der Welt, wo Opa Sex hat. Was ist das? Warum kommt... Ich habe eh schon den Tipp gegeben. Es ist die Welt für den typischen Deutschen, der nach Feierabend auf der Couch sitzt. Das ist die typische Antwort. Keine Ahnung, das wäre für mich so die Frage, warum kommt nichts im Fernsehen, aber das... Das ist auch eine super Antwort. Ja. Ja, komm, ich nehm's. Warum kommt nichts im Fernsehen? Danach nehme ich, warum kommt kein Schnee? Das ist immer die nächste Frage. Warum kommt nichts Gescheites im Fernsehen? Ja. Nein. Nein. Warum kommt kein Schnee? Das ist bestimmt die Antwort. Die Antwort ist, warum kommt kein Regen? Ja, Regen! Ich habe auch an Regen gedacht. Ich hatte jetzt an Schnee und an Regen, ja. Ja, nein, ich hatte Regenbogen. Ich wollte doch, ob ich Regenbogen oder Regen, aber ich dachte eher, dass die Leute fragen. Ja, gut. Ja. Kein Regen passt mehr als, warum kommt ein Regenbogen, ne? Ja. Ja. Aber das ist es halt. So, wir gucken mal, ob ihr den Rest nachvollziehen könnt. Und zwar, ja, das ist wirklich typisch deutsch. Und zwar, weil das gucken Millionen... Ibis. Nein. Warum kommt die Sendung Wer wird Millionär nicht mehr? Aber die kommt doch, oder? Gibt's die nicht mehr? Läuft die nicht? Andauernd? Keine Ahnung. Weiß nicht, was der Günther so macht. Tatsächlich, aber ich muss wirklich sagen, das war die einzige TV-Sendung, die mir vorhin eingefallen ist. Wer wird Millionär? Aber echt, ich hätte gesagt, wann kommt die nächste Folge Staffel Germany's Next Topmodel oder Ibis oder sowas?
Aber in Österreich moderiert das übrigens der Armin Assinger. Just random fact. Es geht in die Richtung, und zwar die Leute fragen sich, ja, also sie denken sich nicht, warum kommt nichts im Fernsehen, sondern sie fragen sich explizit, warum kommt heute eigentlich kein Supertalent? Ernsthaft? Boah, ich hasse die Leute. Ja, aber ja, typischer Deutscher. Ja, der. Ja. Mhm, ja, ja, gut. Wenn man kein Fernsehgucker ist, dann ist das echt gemein. Schwierig, also, ja. Also für alle typisch deutschen Fernsehgucker. Hört auf, Supertalent zu gucken. aber es sind jetzt nicht alle, es gehen nicht alle nur in Richtung TV, ja, sondern zum Beispiel auch auf Platz 5, ob das typisch deutsch ist und ob das der Typ auf der Couch googelt, das weiß ich nicht so genau, aber warum kommt eigentlich das Ordnungsamt? Ich weiß nicht, ob der Typ dann auf der Couch Probleme hat, aber... Das Ordnungsamt, ja, okay. Gut. Das Ordnungsamt, warum kommt... Die Polizei, wäre bestimmt... Ja, genau, oder warum kommt... Aber sowas google ich doch die nicht. Die Steuerfahndung. Ja, genau. Aber, wenn es soweit ist, dann habe ich doch sowieso Arschkarte. Wichtiger als die Steuerfahndung ist die Frage, warum kommt es im Herbst vermehrt zu Stürmen? Naja, das würde mich auch interessieren. Warum ist das so? Wo sind hier jetzt die Geologen und Meteorologen? Sagst du es nochmal? Meteorologen. So, jetzt habe ich es auch. Ich muss es nochmal hören. So, haben wir das auch. Das ist natürlich, also ich weiß nicht mal, was das ist, aber offensichtlich sehr hoch gerankt und ein großes Problem. Warum kommt Leben lieben Leipzig nicht mehr? Ach du Scheiße. Leben lieben Leipzig? Noch nie gehört über Leben. Das ist genauso wie dieses ganze Berlin Sturm Tag der und Liebe, Nacht. Oder? Und nein, ich glaube, nee, sowas... Nee, das ist genauso wie Berlin Tag und Nacht und Köln noch was. Köln oder genau die komische Postleitzahl. Ja, genau. Meine Cam hängt wieder. Und dann auf Platz Nummer 2, das ist wirklich, also noch deutscher geht's eigentlich nicht. Warum kommt das aktuelle Sportstudio so spät? Ah, ja, aber das ist halt wirklich, das ist schwer. Aber da müsst ihr nicht drauf kommen, das ist okay. Das ist okay. Ja. Was soll denn das heißen, dass Frauen keine Sportstudio machen? Nein, das ist so abwegig. Das ist halt mega abwegig. Super irgendwas. Also da kommt ja nicht mal jemand drauf, der das Sportstudio guckt. Warum kommt meine Freundin nicht? Becky, ich bin dezent begeistert, dass du wenigstens die Top-Antwort mit Weihnachtsmann Nikolaus gegeben hast. Ganz ehrlich, alles andere ist schmarrn. Ey, das gibt dir auch die Führung, nämlich 280 Punkte jetzt für Becky und 260 für Kathi. Das heißt, wir kommen wirklich zur absoluten Entscheidung Frage. Ja, also jetzt wird's knallhart. Es gibt aber nur noch 6 Antwortmöglichkeiten, ja? Aber ich freue mich sehr auf die Frage, denn die ist super. Und also es ist eine Aussage, allerdings auch gleichzeitig irgendwie eine Frage. Und zwar, passt auf, jemand möchte von Google wissen, Überraschung mit... Überraschung mit? Okay, von Google. Fuck, da gibt es so viele gute. Überraschung mit... Ja, ich versuch's. Ja, bup, 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 ja. Bup, 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 gewinnt. Überraschung mit Sex. Das wäre so. Das ist doch mal eine geile Überraschung. Überraschung mit Sex. Ja, Mann. Nee, die Deutschen haben doch keinen Sex. Kathi, das haben wir doch heute schon geklärt. Ja, aber so sexfaul wirklich? Das ist traurig. Alter, das ist traurig. Überraschung mit... Oh, da gibt's so viel. Na, das ist ein komischer... Wer googelt so? Überraschung mit? Es ist tough wegen dem mit. Ja, ja genau. Aber ja, es genau. Überraschung für wäre noch irgendwie gegangen. Ja, genau. Aber Überraschung für kann ich jetzt schon mal spoilern, weil ich das nie dran nehmen werde, weil es zu leicht ist, weil da kommt halt nur Überraschung für Freund, Oma, Opa, Eltern. Das wäre zu leicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, was ist mit? Und bei mit kommen einfach coole Antworten. Beziehungsweise es sind... Also 5 von 6 sind absolut nachvollziehbar und die 6. ist also nur für euch vielleicht nicht nachvollziehbar. So. Nur für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch. Die gegeben hat, die war die nachvollziehbarste. Ja, Überraschung mit Sex. Sowas macht man. Überraschung mit... Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, also wenn ich eine Überraschung mit Personen, weißt du, so, es geht so, ja, kann man... Ist okay, eigene, ja.
Ich nehme jetzt nicht als Antwort, ja, aber mir ist als erstes eingefallen, Überraschung mit Blaskapelle. ich will nur meine Gedanken ein bisschen mit euch teilen, damit ihr also wisst, was in meinem Kopf vorgeht. Okay, Überraschung mit Kindern. Einfach mal eine Überraschung mit Kindern. Nein. So, Kathi, mit was könnte man außer Sex überraschen? Mit nichts. Das ist das Einzige, womit man überraschen kann. Nein. Oder ihr müsst euch das so denken. Da gibt es eine Überraschung und zu der Überraschung ja, gibt's... Ja, ich habe die perfekte Antwort. Ja. Dann ist sie wahrscheinlich nicht dabei. Ich finde das so schwierig, weil ich habe so viele Dinge, womit man überraschen kann, aber das ist wahrscheinlich nichts, was irgendwer googeln würde in diesem Deutschland, weil sie alle ganz merkwürdige Ansichten haben. Überraschung mit Hindernissen. Oh Mann. Das könnte ein toller Buchtitel sein. Ja, oder? Meine Biografie wird jetzt so heißen. Überraschung mit Hindernissen. Bei Just Becky. Kauft es! Hashtag Werbung. Oh, ich bin jetzt der Google-Nutzer. Warte, ich muss mich einfinden in meine Rolle. Brrr, brrr. Kennst du das High School Musical? Der Google-Nutzer, aber in mir hat so eine tote Linie schon, so eine tote Herzlinie, die einfach nicht mehr wiederbelebt. Denkt sich nur so, no. Überraschung mit... Mir fällt als erstes auch spontan eine Überraschung... Naja, wo das... Ich habe Angst, dass du meine Sache sagst. Nee, bestimmt nicht. Überraschung. Setz dich nicht unter Druck. Überraschung mit. Das ist auch so ein komisches, je länger ich diesen Wortfetzen vor mir her sage. Ich habe eine Überraschung für dich, das ist dieser Labello. Das ist die Überraschung und dazu, du riechst jetzt den Labello mit Kirschgeschmack. Länger. Nein, die Überraschung ist nicht der Kirschgeschmack. Ich. Komm schon, Kathi, sag irgendwas, damit ich meine richtige Antwort geben kann. Ja, warte, ich hab's nicht verstanden. Vor allem, warum hilfst du ihr? Das ist voll hier Tipps geben. Ich sehe schon, da ist damit der Freund. Damit ihr seht, in welche Richtung aber es geht. Aber ich hab den Tipp noch nicht ganz verändert. Ich glaube, ich habe ihn kapiert und deswegen will ich schon die ganze Zeit meine Antwort sagen. Entschuldigung. Warten Sie noch 5 Stunden? Totoro und ich, wir müssen uns absprechen. Er ist nicht hilfreich. Scheiße. Ja, fuck. Ja, ich hab... Weiß ich nicht. Ich hab auch den Tipp nicht verstanden. Ich bin gerade. Ist nicht schlimm. Mein Gehirn ist gebrannt. Überraschung mit... Was dein Bauchgefühl dir sagt. Mit Schleife. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Genau in die Richtung wollte ich. Überraschung mit Schleife. Ich hasse dich dafür, ist aber nicht dabei. Ah, Gott sei Dank, weil ich sage, Überraschung mit Schokolade. Überraschung mit Schokolade dazu. Nein. Warum nicht? Das ist eine Lüge. Weil es viel zu einfach ist. Das hatte ich mir nämlich auch gedacht, mit Schokolade und Eis und alles. Das ist viel zu einfach. Ja, das googelt doch keiner. Das googelt keiner. Oh Mann. Ah, jetzt ist schon. Kathi, deine letzte Chance hier, die Becky zu schlagen. Ah! Also es ist keine Überraschung mit Schleife, es ist auch keine Überraschung mit einem Geschenk. Also mit einem Dings, mit einem Schokolade oder so. Überraschung ist ja wahrscheinlich schon das Geschenk. Ja. Naja, aber es gibt bestimmt Leute, die schreiben Überraschung mit Geschenk. Das ist so, was soll ich schenken? Das ist ja voll die Überraschung. Überraschung mit... ich habe jetzt... Ja. Überraschung ich sag mit... das erst, nachdem Kathi geantwortet hat. Ich muss jetzt. Ich überlege halt, ob es eher was Dingiges ist, was man dann bekommt. So, hey, ich überrasche dich heute mit einer Sache. Oder ob es eher was. Ob es eher sowas ist, was einfach völlig perverso verrückt ist. Naja, die Deutschen sind nicht pervers und verrückt, Kathi. Das kannst du schon mal wegmachen.
Hey, die Sex? Wollen was mit ihrem Opa machen. Hallo, das war die Top-Antwort. Das hat mein Brain so verwirrt. Das ist einfach für alle Zeit, wird sich das da eingebrannt haben. Überraschung mit... Ah, man könnte jetzt so viele lustige Dinge sagen, aber das geht dann auch schon wieder in die Richtung, das will ja keiner. Das sind sehr nachvollziehbare Sachen. Sehr nachvollziehbar, Kathi. Toll. Mit was würdest du mich überraschen? Also denk doch nicht, ich überrasche dich mit, sondern das ist eine Überraschung und dazu gibt's noch was dazu. Ja. Ist eine Überraschung und dazu gibt's noch was. Das ist echt schwer, weil ich versuche ich habe ganz viele Dinge im Kopf und denke mir immer so, nein, warum sollte man das googeln? Es ist nachvollziehbar, warum die das googeln, weil die dann obviously Beispiele brauchen. Wieso war Sex nicht dabei? Das war die beste Antwort, die ich heute hatte. Es gibt also eine Überraschung und sie wollen noch was dazu, Kathi. Ja, aber da kann man ja so viel zu wollen, zu einer Überraschung mit. Also, hier, ich schenke dir, das ist meine Überraschung, die Wasserflasche. Und dazu gibt es noch einen Salzstreuer, weil dann schmeckt das Wasser besser. Also, Wasserflasche mit Salz. Überraschung mit... Ah ja, okay. Aber... Also diese Hinweise! Ja, aber du kannst ja jetzt so viel davon nehmen. Das kann ja ich habe es überhaupt sein. Nicht kapiert. Wasserflasche mit Salzstreuer. Was? Ja, ich kann es nicht noch genauer machen, aber dann checkt ihr ja, worauf ich hinaus will. Aber ja. es soll ja ein nachvollziehbarer Hinweis sein, dass man checken kann, was man möchte. Ja, nee, ja, ich verstehe schon das Prinzip, aber mir fällt halt da passt. So wie du es gesagt hast, ja, du kriegst von mir Wasser, aber auch dazu eine Tafel Schokolade. Ja, ja, genau. Aber es ist nicht die Tafel Schokolade, die wir suchen, sondern... nee, I don't get it. nach dem Opa-Ding wirklich, ich schwöre, nach dem Opa-Ding ist mein Gehirn einfach völlig aus. Kat, es ist eh egal, was du sagst, ja? Ja, ist eigentlich egal, deswegen... Sag irgendwas. Sag Salz. Ja. Nein, ich sag Blumen. Hier, Überraschung mit Blumen. Nimm Blumen und... Jetzt hättest du Salz gesagt. Salz. Ja, wäre natürlich gut. Ich habe eine Überraschung für dich und dazu gibt's Blumen. Ja. Leider nicht. Die Deutschen wollen nichts verschenken. Wäre irgendwas mit Überraschung mit Extras? Loggen wir das so ein direkt, ja. Überraschung das ist einfach eine Überraschung. Na, ist doch der deutsche Google. Ich habe eine Überraschung, möchte noch was extra dazu schenken. Google, was kann ich extra dazu schenken? Überraschung mit Extras. Nein. Ah, okay. Jetzt. So, also. Bitte sag es uns. Es ist Klär so nachvollziehbar. Es ist der Hammer. Ihr werdet kotzen. Und zwar, ich habe auch extra nochmal die Schokolade irgendwie betont, aber ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich und dazu gibt's eine verschissene Torte! Überraschung mit Torte. Das klingt aber einfach scheiße. Ja, wer googelt das so? Entschuldigung, Mann, ihr seid kacke im Google. Das klingt einfach kacke. Überraschung mit Torte. Ich möchte nur kurz sagen, mein Gedankengang die ganze Zeit war... Also wenn ich sowas googeln würde, ich würde Überraschung mit vielen Leuten hätte ich zum Beispiel gegoogelt, sowas, ja. Wenn ich über sowas plane mit eine Überraschung oder Überraschung mit dem Trauzeugen oder ich weiß keine Ahnung, sowas würde ich, aber gut. Ja. Aber pass auf, also das Geilste ist und warum es mich innerlich so ein bisschen zerrissen hat bei euren Antworten, ihr habt gefühlt 4 Fragen zuvor wolltet ihr immer romantisch denken. Oh. Ja. Und der Sex hat nicht gepasst. Und alle restlichen 5 Antworten sind romantisch. Oh Mann. Okay, sagen wir 4. Und zwar, romantischer geht's nicht. Eine Überraschung mit Florian Silbereisen. Oh Gott. Oh je. Hey, der ist jetzt aber wieder Single, gell? So. Also, juhu, dann er und die Helene sind getrennt. Ja, hättest du einfach mal bei Sex an Florian Silbereisen gedacht. So, also. Ich Albträume. Ja. Und dann, also wie gesagt, nein, wir bleiben tatsächlich romantisch. Und zum Beispiel, ich überrasche meine Freundin, sie kommt nach Feierabend nach Hause, ich lasse ihr ein Bad ein und dazu gibt es eine schöne Überraschung mit Teelichtern. Teelichtern, ja, okay, das ist schön. Weil ich einfach um die Badewanne ein paar Teelichter, weil der Deutsche googelt, wie kann ich
zum Beispiel meine Freundin mit Teelichtern überraschen und dann kommt vielleicht der Vorschlag, pack doch ein paar Teelichter um die Badewanne. Ja, klar. Ich will jetzt die nicht sagen, aber und dann Sex ist dann einfach immer... Ja, das ist ja Quatsch, weil das ist ja schon zu viel. Dazu kommt es nicht, weil das... Achso, das ist dann wieder zu viel. Teelichter sind gerade noch so okay. Gut. Okay. Dann, tatsächlich, es wird wirklich, also bei vielen Geburtstagen gibt es zum Geschenk was dazu? Karte. Nein, eine Karte. Luftballons. Luftballons? Ich überrasche nicht mit Luftballons. Ich auch nicht. Als ich 5 war. Ja. Ihr vielleicht. Wir reden nur von den Deutschen. Ja. Und die verschenken ja gerne das aktuelle Geburtstag als Luftballon, also die Zahl als Luftballon. Als Luftballon. Ah ja, okay, so. Verstehe. Dann, okay. Wie gesagt, das war jetzt die einzige nicht ganz so romantische Sache. Und zwar eine Überraschung, ja. Wieder Freundin kommt nach Hause. Sie macht die Tür auf. Rosenblätter. Ich hatte Rosenblätter im Kopf. Ja. Rosenblätter. Hätte ich's gesagt. Boah, ich hatte Rosenblätter sowas von im Kopf. Oh. Und dann, Kathi hat es auch gerade noch gesagt, ich habe einfach eine Überraschung mit Kerzen. Ja. Okay. Oh, das wäre nach der Schleife, wäre das noch meine nächste Schokolade. Idee gewesen. So Schleife, aber dann deswegen habe ich euch auch immer gesagt, das ist genau die Richtung, die ich wollte, die Schleife. Ja. Ja. Oh. Ich habe versucht zu helfen, es hat nicht geklappt. Ja, Gentlemen, wir haben einen Endpunktestand von 280 Punkten für Becky zu 260 für Daraphin. Das war sehr, sehr knapp. Uff, ey. Ach ja. Hat man ja fertig gemacht, die Kerzen, ey. So, das bedeutet natürlich, dass die liebe Becky jetzt gleich in die Community-Bonus-Runde kommen wird. Und die Community-Bonus-Runde geht quasi folgendermaßen. Geht um Teelichter. Es geht um Teelichter. Bonus-Runde. Bonus-Runde. Die Becky wird jetzt gleich eine Frage von mir kriegen, die ich den Zuschauern vom Influencer-Duell gestellt habe. Und die Zuschauer haben geantwortet und du musst versuchen zu erraten, was die 5 meistgenannten Sachen sind. Okay. Und dafür hast du 60 Sekunden Zeit. Du kannst so viele Sachen nennen, wie du möchtest. Du kriegst die 100 Bonuspunkte allerdings nur, wenn du alle 5 Sachen errätst. Go, Becky! Das ist so schwer. Okay. So schwer ist das gar nicht. Vertrau mir. Auch die Frage ist... Okay, also nochmal. Erklär es nochmal. Okay, du sagst jetzt... Okay. Ich sage jetzt... Eine Sache, die ich die Zuschauer gefragt habe, die haben darauf geantwortet und du musst versuchen zu erraten, was die Zuschauer... Also nicht Google Deutschland. Okay, also so wie du sagst, zum Beispiel hast du die Leute gefragt, was ist ihr Lieblings-Pokémon und dann haben sie geantwortet. Genau, und dann kommt eine Antwort. Okay. Und du musst diese Antwort dann nennen. Und du kannst so viele Antworten nennen, wie du möchtest. Und ich kann so viel, wie ich mir jetzt einfallen, in 100... Wie viele Sekunden? 60 Sekunden. 60, genau. 60, okay. Ich feiere dich an. Woo! Yay! Okay, also, wir haben hier die Bundesrunde. Wenn etwas richtig ist, decke ich es auf. Wenn du was Falsches sagst, wird nichts passieren, obviously, ne? Okay. Also, Ladies and Gentlemen. Ich bin nervös! Wir kommen zur Bonusrunde. Es könnte am Ende 380 Punkte werden für die Becky, wenn sie richtig liegt. Und zwar, wir haben die Community gefragt, nenne eine Süßigkeit. 60 Sekunden Zeit. Toffifee, Duplo, Milka, Milchschnitte, Ferrero Küsschen, Mancherie, Süßigkeiten, Haribo, Gummibären, süße, saure Würmchen. Es haben bisher nur Gummibärchen dabei! Oh Gott! Süßigkeiten, weitere Süßigkeiten, Hanuta, nein, das ist keine Süßigkeit. Pralinen, Schokolade, Eis, Süßigkeiten, was esse ich noch an Süßigkeiten? Pralinen hatte ich schon, Schokolade. Schokokekse. Gummizeugs generell. Oh Gott, das ist so schwer. Was fällt noch an Süßigkeiten an? Ich weiß, ich habe Duplos. Kinderbons. Ja, ich lasse mal Bonbons zählen. Aber es ist leider zu vorbei. Boah, das ist Bonbon ja... Mal gesucht. Ja. Oh ja, Gott, was sind denn jetzt dann? Aber Schokolade und Gummibärchen, okay. Ich am Anfang dachte ich mir, du zählst so voll viele Marken auf. Ich denke mir so, sag doch einfach Schokolade. Ich dachte, die Leute haben so genauere Sachen. Ja, so ja. Toffifees und sowas. Kathi, würde dir noch was einfallen? Nee, ich glaube nicht mehr. Schokolade, Gummibärchen hätte ich auch alles gesagt. Bonbons waren auch. Eis hätte ich, aber ich glaube, Becky hatte auch schon Eis gesagt. Zucker. Vielleicht sieht man es nicht unbedingt als Süßigkeit, aber es ist halt eine Sache, die...
zum Knabbern oder zum Nachtisch Chips. Die Leute. Ja, Chips. Ja. Okay. Ah, Chips, okay, ich habe nicht. Ja, gut. Ja, mhm. Ja, das hätte ich tatsächlich ich als Süßigkeit eingeordnet. Genau, ich nehme mich auch nicht mehr Knabberei. Das ist aber okay. Sehr, genau. Aber letztendlich geht es ja in die Richtung und deswegen sehen die Deutschen. Also. Ja, okay. Hätte ich Chips gesagt, hätte ich jetzt einfach sagen sollen. Und auf Platz 5, das muss ich sagen, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, weil, also ja, als Antwort okay, aber als 5 meistgenanntes hat es mich ein bisschen schockiert, und zwar die Lakritze. Ja, ganz genau das. Ganz genau das. Was stimmt nicht mit den Leuten, die das Influencer-Duell schauen? Alter, also fucking Lakritze ist eindeutig zu hoch gerankt. Ja, eindeutig. Das definitiv. Uff, okay. Das bedeutet, wir haben ein Endergebnis von 280 Punkten für Becky. Ja! Ja, ja, definitiv. Da kann man nochmal applaudieren. Ich werde direkt nochmal die Liste gucken, auf welchen Platz du damit wärst. Nach tatsächlich schon 23 Sendungen. Dummerweise geht gerade Google nicht. Ha, welche Ironie. Doch, jetzt habe ich es. Kurze Frage, hat denn jemand schon mal die Community-Fragen alle beantwortet? Ich glaube, 2 gab es bisher. Ah, ja, krass. 2 oder 3, bin mir nicht mehr ganz sicher, ja. Und zwar mit 280 Punkten bist du damit immerhin auf Platz Nummer 13 aller Teilnehmer. Na, immerhin. Nein, du, immerhin, oder? Weiß, das ist die österreichische Ehre verteidigt. Ey, ich war nur 20 Punkte dahinter. Das ist richtig, es war super knapp. Na, muss man ja wirklich mal dazu sagen. Die Kerzen. Rosen. Ich habe an die Rosenblätter noch gedacht, weißt du? Ja, verrückt, ne? Da wird es einmal romantisch und dann denkt ihr nicht dran. Ja, und dann haben wir überhaupt nicht mehr romantisch. Ja, aber nur, weil die Fragen uns davor entromantisiert haben. Ja, das kann natürlich durchaus sein, das ist korrekt. Oh Mann, meine lieben Freunde, auch ihr seid natürlich wieder gefragt, denn auch wir haben heute wieder eine neue Frage der Woche, die ihr beantworten müsst für unsere nächste Episode. Die Frage wird gestellt von der lieben Becky, unserer Gewinnerin. Und du. Krass, oder? Ja. Und falls ihr natürlich auch noch Ideen habt, was man so googeln könnte, weil die Antworten die Antwortvorschläge von Google cool sind, auch unten in der Videobeschreibung ist das Google Docs, wo ihr eure Fragen eingeben könnt, beziehungsweise auch die Antworten für unsere Community-Fragen. Das war's für diesen Sonntag, meine lieben Freunde. 23 Folgen waren's. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, Tyrofin und Jasbeck. Es war mir eine Freude. Wir haben viel gelacht. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und das letzte Wort geht natürlich an meine Gäste. Dankeschön. Ja, danke, dass wir mit dabei sein durften. War sehr, sehr lustig. Dankeschön. Genau. Vielen, vielen lieben Dank und viel Spaß weiterhin bei den Influencer-Duells. Yes. Und denkt nicht zu viel an den Opa. Oh Gott, danke. Ich hab's gerade verdrängt.